Haben wir hier irgendwas Scharfes? Wollt ihr es sehen? Wollt ihr das wirklich sehen? Läuft ja hier fast jeden Tag in die Medien. Das ist der absolute Wahnsinn. Zum Glück habe ich keine Allergie. Warum ist das in der Stauschwache angewiesen? Hier gibt's schon nicht. Es kotzt mich an! Oha! Okay. Ja, hallo zusammen. Hammer. Geil. Du. Moin moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Knickknack. War jetzt nicht wirklich geschenkt, das Zeug. Heutzutage haben wir nicht mehr alle. Ja, Vorsprung. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Zieht ihr den Stock aus dem Arsch, mein Gott. Hallo zusammen, herzlich willkommen, seid gegrüßt. Ja, wie ihr letztens gesehen habt, ich hatte ja versucht, so ein bisschen von meinem Filmgold unter die Leute zu bringen. Das heißt, ich habe so ein paar Tauschgeschäfte gemacht hier mit so ein paar fucking Freaks und bin so ein bisschen von meinem Zeug losgeworden. Hab dafür andere schöne Sachen dann noch bekommen, ganz prima. Und irgendwann kam dann der Sebastian, der Wutalmetti, noch an. Oh, hi, ich bin's, der Sebastian, oder besser bekannt als Wutan Mattys Movie Collection. Sagte, ich hätte auch gern noch was. Und ich habe da noch was für dich. Ja, und dementsprechend haben wir dann getauscht. Und hier haben wir jetzt das Ding, was er mir in die Hand gedrückt hat. Wir haben uns das Porto sparen können. Also wir wohnen in der gleichen Stadt. Ne? Wir kommen beide aus Wuppertal. Es passt, haben wir uns kurz getroffen. Und ja, wir haben uns die Pakete dann über die Straße zugeworfen. Da hatten wir dann auch kein Problem mit Abstand halten und sowas. Hat ganz gut geklappt. Ja, witzigerweise hat er das Ding tatsächlich noch richtig eingepackt. Das heißt, das meiste weiß ich eigentlich, was drin ist. Aber warum sollte er das Ding zutackern? Er hat es nicht geklebt. Zutackern. Wenn da nicht noch irgendwas drin wäre, von dem ich nichts weiß. Ja, gut. Also mit meinem Messerchen komme ich jetzt hier nicht weiter, weil ich will auch die Tasche nicht unbedingt unnötig kaputt machen. Das heißt, wir müssen das hier jetzt auch wirklich aufrupfen. Ja, wunderbar. Hier können wir schon den ersten. Können wir direkt mal auf Seite tun. Zweiten. Ja, ja, mehr. Ist aber ganz toll, wenn dieses kleine Zeug hier auf den Boden fällt. Das ist immer nicht so doll für die Katzen. Deshalb machen wir das mal so ein bisschen vorsichtiger, damit die Dinger hier nicht durch die ganze Wohnung fliegen. So. Die elitäre Saturn-Tasche. So. Was er nämlich noch hatte, ja, das liegt oben drauf, ganz wunderbar, war hier einmal im Snapper Case, der Eraser. Eraser. Come and get me. Fein. Und ja, sehr schön. Jelly Case, American History X. Die habe ich auch noch nicht. Von den Dingern gibt es ja auch jede Menge. Wenn man da mal eins in die Finger bekommen kann, umso besser. Ja? Dann haben wir hier, genau, die hatte ich mir bei ihm auch ausgesucht. Punisher Warzone. Punisher Warzone. Wir sehen uns in der Hölle. Den, ja, da freue ich mich auch drauf. Ach, hier, der hat diese komische Verpackung. Erst einmal Clips, zweimal Clips, dreimal Clips. Gut, dann haben wir hier noch ein Schnapper-Interview mit einem Vampir. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst und Christian Slater. Interview mit einem Vampir. Showtime. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mir alles bei ihm ausgesucht hatte. Showtime. Wir sind für Sie auf Streife jeden Freitag. Jeden Freitag um 8, das ist einfach. Sind für Sie auf Streife jeden Freitag um 8. Dieser Kerl ist der schlechteste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Genau, einer flog über das Kuckucksnest. Jack Nicholson. Jack Nicholson ist R.P. McMurphy in Einer flog über das Kuckucksnest. Showtime gibt es, glaube ich, auch keine Blu-ray von, ne? Oder? Wenn ich mich nicht vertue. So, dann haben wir hier Tom Hanks, Green Mile. Jawohl, dann kann ich meine normale DVD nämlich wegtun von dem Film.
Prima. The Green Mile. Ja, Batman und Robin. Ein Film von Joel Schumacher. Batman und Robin. Auch witzig, ne? Ich glaube, den muss ich mir auch nochmal angucken. Bei Zeiten. Und dann nochmal Schnapper Sturm. Und ja, genau, den hatte ich nämlich auch schon auf meiner Liste zu guckender Filme, die mir nicht zur Verfügung stehen. Dark Angel, Dolph Lundgren, auch schon lange nicht mehr geguckt. Ich komme in Frieden. Dolph Lundgren. Und du gehst in Frieden. Ja, fein, fein, fein. Und die Replacement Killers. The Replacement Killers. Gut, super. Dann, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, was ich mir alles ausgesucht habe, aber ich glaube, da ist jetzt kein Bonus drin. Hallo? Hallo? Nein. Ich will noch mehr. Kein Bonus. Vielleicht ist die Tasche der Bonus. Alles klar. Gut, super. Ich hatte ihm aber auch nichts dabei getan. Von daher habe ich mich nur gewundert, dass das Ding zugetackert hat. Okay, alles klar. So, die tun wir hier gleich weg. Ja, fein. Kann ich einräumen. Ganz wunderbar. Super. Ja, wie gesagt, ne, der Platz ist mir hier so ein bisschen ausgegangen. Jetzt so regaltechnisch, ich muss mir noch neue Regale besorgen. Und dann kann ich hier auch wieder vernünftig einräumen und sortieren. Hinter mir habe ich schon ein bisschen was gemacht. Aber denke ich mal, sieht ganz gut aus. Ja, Sebastian, dir nochmal vielen Dank fürs Tauschen. Ich hoffe, du hast auch so viel Spaß mit dem Zeug, was du von mir bekommen hast. Und ja, dann sind wir durch. Dann wünsche ich euch noch schönen Mittag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Ding guckt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao. Den gucke ich auch heute. Dann haben wir ja schon morgen.